Wir kommen jetzt zum nächsten Vortrag zum Thema Fake News in der Mitarbeiterkommunikation. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen gerade der aktuellen internen Kommunikation, auch der externen Kommunikation, aufgrund der ganzen Rahmenparameter, die es gibt. Und wir haben hier wirklich tolle Speakerinnen heute hier, die Professorin Dr. Lisa Düring und Caroline Ondrema, Masterstudentin und natürlich Professorin für strategische Kommunikation. Und wir freuen uns jetzt auf diesen Vortrag. Kommt bitte auf die Bühne und bitte großen Applaus für unsere Speaker. Leute da. Ja, du musst jetzt gleich mir zeigen. Ja, guten Morgen oder guten Mittag schon fast. Letzter Slot vor der Mittagspause ist fast genauso undankbar wie der Slot nach der Mittagspause. Aber wir docken nahtlos an der Forschungstradition sozusagen an und haben euch auch nochmal eine Studie mitgebracht, die aber so ein bisschen fokussierter ist und sich auf einen Trend konzentriert, der sich die letzten, also eigentlich schon seit vielen Jahren in der Kommunikationsbranche im Raum steht, in den letzten 2 Jahren aber nochmal ganz massiv irgendwie an Relevanz gewonnen hat. Und einerseits beschäftigen wir uns ein bisschen mit dieser Fake News Diskussion, aber das Thema, wo wir sozusagen uns schwerpunktmäßig mit beschäftigt haben, war das Thema Denialism. Und weil der Begriff aber so komplex war, haben wir erstmal Fake News darüber geschrieben. Die Caroline wird euch dann aber erzählen, worum es sozusagen in der Studie wirklich gegangen ist. Die Studie haben wir zusammen mit Staffbase im Januar gemacht und wir sind total froh, die heute in Ausschnitten präsentieren zu können. Und um euch so ein bisschen abzuholen, wie gesagt, das Thema ist seit vielen Jahren relevant, vor allen Dingen unter dem Schlagwort Fake News. Ich habe euch nochmal so eine aktuelle Studie auch aus dem Edelman Trust Barometer mitgebracht, wo einfach wieder bestätigt wurde, wie jedes Jahr wieder, das Thema Vertrauen ist nach wie vor relevant. Das ist das Thema Skepsis in Medienberichterstattung ist angestiegen. Immer mehr Leute sind der Meinung, man kann eigentlich demjenigen, der kommuniziert, fast egal heutzutage von welcher Quelle auch, nicht mehr trauen. Und dass das ein Problem ist und auch vor allen Dingen für Sie oder uns als Kommunikatoren ein Problem ist, muss ich Ihnen auch nicht erzählen. Genau. Was aber interessant war und was auch der Edelman Trust Barometer herausgefunden hat, ist, dass das Vertrauen in Arbeitgeber erstaunlicherweise in den letzten Jahren gestiegen ist. Das ist ein neuer Trend, den wir jetzt insbesondere in der Corona-Pandemie gesehen haben. Und dass das Vertrauen heutzutage in der breiten, wirklich Gesamtbevölkerung zu ihrem Arbeitgeber höher ist, als das Vertrauen in alle anderen Institutionen, die sie aufgelistet sehen. Also höher als in Regierungsorganisationen oder Regierungsinstitutionen, höher als in die Medien im Allgemeinen. Und für Sie als interne Kommunikatoren sind das eigentlich interessante Neuigkeiten und auch relevante Neuigkeiten, die insbesondere noch interessant sind vor dem Hintergrund von der Studie, die wir jetzt auch gemacht haben. Wir sind, haben uns ein bisschen angedockt an den auch schon mehrmals erwähnten Communication Trend Radar von der Akademischen Gesellschaft, die jetzt im zweiten Jahr schon 5 Trends, die relevant sind für die Kommunikation im Allgemeinen, identifiziert haben. Und im letzten Jahr war unter anderem Denialism ein Trend, der sozusagen aus der gesellschaftspolitischen Diskussion gekommen ist, aber eben auch eine Relevanz sozusagen für Kommunikatoren besitzt. Und genau, da haben wir gesagt, so ein Trend auszurufen ist immer das eine. Das sagt sich immer so schnell, das ist ein Trend. Wie sieht es denn eigentlich in der Praxis aus? Und vor allen Dingen, wie sieht es nämlich in der Praxis aus, die man nicht so auf dem Schirm hat in der Regel, nämlich die interne Kommunikation. Gibt es da vielleicht auch Unterschiede, interne Kommunikation versus externe Kommunikation? Weil wenn wir uns so anschauen, okay, vor welchem Hintergrund wurde so Fake News vor allen Dingen diskutiert, ist es vor allen Dingen das Thema externe Kommunikation gewesen. Und Caroline sozusagen und ich, wir sind der Meinung, dass wir uns solche Trends auch einmal vor dem Hintergrund der internen Kommunikation anschauen können und in dem Fall vielleicht sogar müssen. Genau. Und Caroline präsentiert euch die Studie, die sie durchgeführt hat. Genau. Ich will mich natürlich auch einmal ganz kurz vorstellen. Ich bin Caroline Ondrema. Ich komme von der Ostfriesischen Hochschule in Salzgitter und mache derzeit mein Masterstudium im Studienfach Kommunikationsmanagement. Und ich habe Anfang des Jahres mit Staffbase in Kooperation eine Studie begonnen, wo ich mir genauer mal die interne Kommunikation in Bezug auf Fake News und Verschwörungstheorien und dann auch Denialism angeschaut habe. Und ich würde euch heute einmal gerne ein paar Ausschnitte meiner Studie präsentieren und die Ergebnisse euch zeigen.
Genau, dann kommen wir auch einmal zu meinem Sample, denn wie Frau Professor Düring gerade schon gesagt hat, wir wollten mal in die Praxis schauen. Deswegen haben wir interne KommunikatorInnen aus der Praxis direkt einmal befragt und wie wir hier sehen können, ist ein durchaus gemischtes Sample zu sehen. Wir haben einen Großteil weibliche interne KommunikatorInnen befragt und auch von Unternehmen bzw. größeren Unternehmen und mittelständischen Unternehmen. Wenn wir uns den Altersdurchschnitt angucken, sehen wir hier einmal, dass er von 30 bis ca. 60 Jahren reicht. Mit diesem gemischten Sample kann man natürlich aber auch sagen, dass er durchaus auch so in der Praxis zu finden ist. Also man kann schon sagen, dass die Ergebnisse, die ich in dieser Studie gefunden habe, dass sie durchaus nicht ganz irrelevant sind, obwohl die Stichprobe nicht repräsentativ ist. Genau, dann fangen wir auch gleich einmal mit der Relevanz an, denn wir haben unsere Expertinnen befragt, wie sie das Trendthema zurzeit einschätzen. Und da haben die Hälfte der internen KommunikatorInnen gesagt, dass sie den Trend durchaus als relevant einschätzen für ihre Organisation. Und dass sie auch glauben, dass Denialism, also Verschwörungstheorien und Fake News in der internen Kommunikation auf jeden Fall auch in der Organisation selber thematisiert werden sollte. Besonders auffällig war hier auch noch, dass die internen KommunikatorInnen gesagt haben, dass sie es auch durchaus für wichtig erachten, dass der Arbeitgeber und die Unternehmensführung sich intern in der Organisation auch zu dem Thema positionieren sollte. Genau, nun stellt sich natürlich auch die Frage, wo begegne ich als interner Kommunikator überhaupt Fake News und Verschwörungstheorien in meiner Organisation? Das haben wir auch die Expertinnen einmal gefragt, die in der Umfrage einmal verschiedene Orte, wo sie ihrer Meinung nach am ehesten Fake News und Verschwörungstheorien begegnen, ranken konnten von Platz 1 bis Platz 4. Und wie wir hier auf dieser Grafik sehen, ist der Flurfunk mit großem Abstand am häufigsten auf Platz 1 gewählt worden. Das bedeutet natürlich, dass der Flurfunk, also der Bürotratsch, aber auch, wenn wir es wissenschaftlich ausdrücken wollen, der informelle Informationsfluss in der eigenen Organisation natürlich auch die größte Gefahr in Bezug auf Fake News und Verschwörungstheorien birgt. Genau, dann stellt sich natürlich auch die Frage, sind interne KommunikatorInnen zurzeit überhaupt auf dieses Thema vorbereitet? Wie wir hier an dieser Grafik sehen können, ist nur ein Bruchteil der internen Kommunikatoren sehr gut bzw. gut vorbereitet. Sehr, sehr viele haben gesagt in der Umfrage, dass sie sich nicht gut auf dieses Thema und den Umgang mit Fake News und Verschwörungstheorien vorbereitet fühlen. Es stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, was sind denn jetzt die größten Herausforderungen, wenn ich mit Fake News und Verschwörungstheorien umgehen möchte? Hier haben die internen KommunikatorInnen gesagt, dass es besonders bei den knappen zeitlichen Ressourcen und den knappen personellen Ressourcen hapert. Was natürlich auch logisch erscheint, da dieses Trendthema gerade während der Corona-Pandemie erst aufgekommen ist und natürlich nicht an der Tagesordnung für interne KommunikatorInnen steht. Auch herausfordernd fanden die befragten Personen die Identifizierung von Inhalten. Also wie identifiziere ich wissenschaftliche und belegte Quellen, die ich dann meinen Mitarbeitenden bereitstellen kann, um diese dann auch für Fake News und Verschwörungstheorien zu sensibilisieren? Das ist alles schön und gut, doch was passiert denn jetzt, wenn ich dieses Thema komplett in meiner Organisation überhaupt ignoriere? Wir haben hier einmal vier Gefahren aufgezeigt, die passieren können, wenn man diesen Trend einfach komplett ignorieren könnte. Da steht einmal an erster Stelle der Verlust von Verbundenheit unter den Mitarbeitenden. Das bedeutet, wenn ein Mitarbeiter sehr unzufrieden ist und sehr, sehr anfällig für Fake News und Verschwörungstheorien zum Beispiel ist und seine Meinung dann auch in der Organisation kundtut und dabei dann auch andere Mitarbeitende eventuell dann mit seiner Meinung belästigt oder auch von seiner Meinung dann überzeugt, dann kann es natürlich im schlimmsten Fall dazu führen, dass sich die Mitarbeiterschaft splittert. Und dann Randgruppen von Mitarbeitenden entstehen, die dann halt an diese Fake News und Verschwörungstheorien glauben. Außerdem ist natürlich auch eine wichtige Gefahr, dass das Vertrauen in die eigene Organisation natürlich verloren gehen kann. Das heißt, wenn Mitarbeiter sehr unzufrieden ist und Fake News und Verschwörungstheorien glaubt, dann auch der eigenen Organisation möglicherweise irgendwann nicht mehr glaubt. Da spielt auch die dritte Gefahr sehr viel mit rein, denn der Verlust von Zugehörigkeitsgefühl in der Mitarbeiterschaft ist natürlich auch ein großes Problem. Denn wenn die Mitarbeiter sich nicht mehr mit dem Unternehmen identifizieren können, verlieren sie natürlich auch das Vertrauen.
Diese Gefahren spielen auch auf den vierten Punkt, den Sie hier auf der Folie sehen, ein, denn die Schädigung des Images. Wenn die Mitarbeitenden Fake News und Verschwörungstheorien in die Organisation hineintragen, kann es natürlich auch zwangsläufig passieren, dass diese aus der Organisation austreten. Das bedeutet, dass langfristig dann natürlich auch diese Meinungen von den Mitarbeitenden auf die Organisation negativ zurückfallen könnte und somit dann auch langfristig gesehen das Image geschädigt werden kann oder die Reputation des eigenen Unternehmens. Dann ist es natürlich jetzt auch sehr wichtig zu erfahren, wie soll ich denn jetzt überhaupt auf Fake News und Verschwörungstheorien reagieren? Wir haben hier einmal vier Reaktionen zusammengefasst, die die befragten internen Kommunikatoren als sehr wichtig erachtet haben. Wir haben hier ganz vorne mit dabei einmal die transparente und auch die schnelle Kommunikation. Denn es erscheint hier natürlich auch logisch, dass wenn Fake News in der eigenen Organisation auftreten, dass man natürlich auch sehr, sehr schnell und auch transparent dann darauf reagiert, um die Ausbreitung dieser Fake News dann auch zu verhindern in der Mitarbeiterschaft. Außerdem gibt es dann auch noch Reaktionen wie zusätzliche Erklärungen oder die Bereitstellung von Inhalten, wie ich vorhin schon einmal erwähnt hatte. Zu der zusätzlichen Erklärung könnte man zum Beispiel Mitarbeitenden zu einem persönlichen Gespräch einladen und dann die Mitarbeitenden einmal seine eigene Sichtweise, aber auch die Sichtweise des eigenen Unternehmens einmal genauer darlegen und erklären. Wichtig ist hier natürlich auch, dass man Empathie den Mitarbeitenden gegenüber zeigt. Also, dass man seine Sorgen und Ängste dann aber auch wahrnimmt und ernst nimmt. Und wo erreiche ich jetzt meine Mitarbeiterschaft am besten? Wir haben die Frage aufgeworfen, welche Kommunikationsmaßnahmen sich am besten dafür eignen, politische und auch gesellschaftliche relevante Themen mit der Mitarbeiterschaft zu teilen. Wie wir hier in der Grafik sehen, ist auf Platz 1 mit dabei die Mitarbeiterversammlung. Die Mitarbeiterversammlung bietet natürlich die Möglichkeit, eine breitere Masse anzusprechen, aber das dennoch persönlicher zu gestalten. Auf dem zweiten Platz haben wir die internen Online-Medien, die natürlich eine breite Streuung von Inhalten ermöglichen, aber auch gleichzeitig eine sehr, sehr schnelle Kommunikation. Auf Platz 3 sehen wir hier auch das persönliche Gespräch, wie ich gerade schon einmal angesprochen hatte. Denn hier kann man natürlich auch noch mal individuell auf die einzelnen Mitarbeitenden eingehen. Wir haben gerade am Anfang einmal die Frage aufgeworfen, Trend versus Realität. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Einschätzungen und Meinungen der internen KommunikatorInnen geredet. Doch wie sieht es denn jetzt zurzeit gerade überhaupt in der Praxis aus? Hier muss man natürlich auch sagen, dass mehr als die Hälfte der internen Kommunikatoren, die wir befragt haben, noch nie auf Fake News oder Verschwörungstheorien reagieren mussten. Das spiegelt sich auch natürlich in der Planung wider, denn wir können hier sehen, dass die meisten auch keine schriftliche Planung für den Umgang mit Fake News und Verschwörungstheorien haben. Allerdings muss man hier natürlich auch beachten, dass die Hälfte der befragten internen KommunikatorInnen es durchaus sich wünschen würden, einen solchen Plan zu haben. Abschließend möchte ich auch einmal noch die Frage aufwerfen, sind Fake News und Verschwörungstheorien überhaupt die Aufgabe der internen Kommunikation? Genau diese Frage haben wir auch unseren ExpertInnen gestellt. Und wie wir hier auch wieder auf der Grafik sehen können, hat die Mehrheit gesagt, dass sie es schon in der Aufgabe der internen Kommunikation sehen, mit Fake News und Verschwörungstheorien umzugehen, beziehungsweise Mitarbeiter dafür auf jeden Fall zu sensibilisieren und auch über etwaige Fake News und Verschwörungstheorien in der Organisation aufzuklären. Genau, und dann übergebe ich einmal wieder an Professor Düring. Super, danke. Ja, wir haben uns ja auch gefragt, was machen wir jetzt mit diesen Ergebnissen? Das ist, sind erstmal viele Zahlen und wir haben eigentlich auch schon erwartet, als wir diese Studie gemacht haben, dass so ein ähnliches Bild bei rauskommt, ne? Dass schon so eine gewisse Sensibilität dafür da ist, aber dass es eigentlich noch nicht so richtig in der Praxis angekommen ist und dass sich vor allen Dingen, sage ich mal, noch nicht so wirklich an realen Umsetzungsmaßnahmen oder irgendwelchen Handbüchern oder Leitfäden oder Schlag mich tot irgendwas passiert ist. So. Also das Bild war zu erwarten. Und wir haben
jetzt habe ich einen Hall. Dann haben wir trotzdem überlegt, okay, wie interpretiert man das jetzt? Und wie geht mir jetzt eigentlich weiter? Und wie gehen vielleicht auch Sie als interne Kommunikatoren weiter mit dem Thema? Denn wenn wir ehrlich sind, wissen wir, glaube ich, alle, dass wir mit irgendwelchen Leitfäden oder Handbüchern oder irgendwelchen Regeln überhaupt nichts erreichen. Also dieses Thema Flurfunk ist ja offensichtlich, dass wenn irgendwas passiert, dann passiert es sowieso eigentlich außerhalb dessen, wo ich als interner Kommunikator wirklich den Einfluss habe, im Sinne von, ich kann der Sache einen Riegel vorschieben oder ich komme mit noch einem Handbuch irgendwie oder noch einem Leitfaden irgendwie wirklich an die Mitarbeiter ran, die es betrifft. Deswegen ist es uns sozusagen nochmal ganz wichtig, das Thema in so einen größeren Kontext zu stellen. Also zu überlegen, okay, in welchem Umfeld bewegen wir uns überhaupt und was ist eigentlich wirklich die Herausforderung, die dahinter steht. Und da sind ja ganz viele Themen, die jetzt auch gestern und heute immer wieder gefallen sind. Also es gibt diese Change-Bewegung, diesen Kulturwandelprozess in den ganzen Unternehmen. Es gibt dieses Thema VUCA World, steigende Komplexität. Wir haben ganz massives Thema Medienwandel mit einer neuen Art von Mediatisierung, auch insbesondere was jüngere Mitarbeiter angeht, die ein ganz anderes Mediennutzungsverhalten, auch ein Verhalten in medialen Welten sozusagen haben, als ältere Mitarbeiter das haben. Und wir haben dieses große Thema, was auch da reinspielt, sozusagen das Corporate Citizen-Thema, also Unternehmen, die sich eben positionieren müssen, sei es in Bezug auf Nachhaltigkeit, sei es aber eben auch in Bezug auf andere Themen, wo Unternehmen sozusagen zu auch gestaltenden Akteuren werden müssen und an manchen Punkten eben auch ein Vakuum füllen müssen, was an anderer Stelle eben nicht gefüllt wird. Und da möchte ich eben doch nochmal auf dieses Thema Mediatisierung zurückkommen und Medienkompetenz. Denn das ist ein Thema, was uns als Kommunikatoren eigentlich sehr stark beschäftigen sollte, wo wir uns wirklich drüber nachdenken sollten, liegt das eigentlich in unserem Aufgabenbereich? Denn was auch wieder eine ganz aktuelle, sehr, sehr große deutschlandweite Studie von der Stiftung Neue Verantwortung festgestellt hat, ist, die Medienkompetenz in Deutschland ist grottenschlecht, und zwar durch alle Bevölkerungsschichten hindurch, sowohl verschiedene Alterskohorten als auch verschiedene Bildungslevel. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Kommunikatoren so ein bisschen uns nicht vorstellen können, welche Relevanz dieses Thema eigentlich hat, dass wir aber eigentlich eine Rolle hier einnehmen sollten und insbesondere auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern einnehmen könnten, sollten, müssten, um dieser Rolle, die wir auch als professionelle Kommunikatoren haben, gerecht zu werden. Und ich habe Ihnen mal eine Grafik, die man wahrscheinlich nicht lesen kann, das ist eine Studie mitgebracht, wo aufgezeigt wurde, von welchen Rollen reden wir denn eigentlich, wenn es um das Thema Medienkompetenz geht. Welche Rollen und welche Kompetenzen stecken eigentlich dahinter? Das ist die digitale Navigatorin, die in unübersichtlichen Informationsumgebungen sich bewegen kann. Das ist die Kommunikationswissenschaftlerin, die eigentlich weiß, wie Öffentlichkeiten funktionieren, auch welche Prozesse dort ablaufen. Das ist der Fact-Checker, der in der Lage ist, Informationen zu prüfen und auch zu bewerten. Das ist der Debatteur, der sich reflektiert in politische Diskurse und Debatten einbringen kann. Das ist die Journalistin, die die Güte von Nachrichten überprüfen kann. So, und diese Kompetenzen und auch dieses Profil, das bringen Sie als Kommunikatoren mit, das bringen aber Ihre Mitarbeiter nicht mit. Und da bin ich beim zweiten Thema, nämlich diesem Thema Rollen. Welche Rollen nehmen wir eigentlich als Kommunikatoren ein? Und auch hier ist immer wieder jetzt die letzten Stunden und auch gestern das Thema die Coaching-Rolle gefallen. Man kann diese Coaching-Rolle, die Kommunikatoren haben, in viele verschiedene Richtungen interpretieren. Und vielleicht könnte man mal drüber nachdenken, sie auch mal in Richtung Medienkompetenz Coaching zu interpretieren. Und zwar nicht im Sinne von, ich baue jetzt ein Handbuch, wie ich meinen Mitarbeiter erkläre, dass sie bitte keine Fake News verbreiten, sondern ich bin eigentlich die Person im Unternehmen, die diese Kompetenzen mitbringt, die es braucht heutzutage. Ich habe da keinen Masterplan. Es geht jetzt auch nicht darum, glaube ich, jeden Mitarbeiter durch so eine Standard-Medienkompetenzschulung zu schicken. Aber irgendwie mal darüber zu reflektieren, welche Rolle könnte interne Kommunikation hier auch einnehmen vor dieser Herausforderung. Denn was eben auch rausgekommen ist, Mitarbeiter wünschen sich wirklich Orientierung und offensichtlich wünschen sie sich die auch von ihrem Arbeitgeber. Und zwar teilweise eben sogar anscheinend mehr, oder zumindest ist mehr Vertrauen da als von anderen Institutionen. Und ich denke, diese grundlegende Herausforderung und diese Rolle, die wird eher zunehmen an Relevanz als abnehmen in den nächsten Jahren. Genau, so viel von uns. Vielen, vielen Dank und schöne Mittagspause. Ich weiß gar nicht. Ah ja, super ist an. Also wenn es Fragen gibt, genau, dann gebe ich das gleich mal an dich weiter.
Erstmal vielen Dank für die interessanten Einblicke. Haben Sie oder ihr an der Stelle auch schon Best-Practice-Ansätze von Unternehmen, die beispielsweise in diesen Medienkompetenzbereich reingehen? Also bei uns auch zum Beispiel bestes Beispiel, Facebook-Mitarbeitergruppen. Irgendeiner postet von Wire Info irgendeinen Scheißartikel, excuse my French, aber gibt es da irgendwie schon belastbare Beispiele, wo Unternehmen mit einem guten Push vorangehen und sagen, okay, so versuchen wir Mitarbeiter zu sensibilisieren, was diese Medienkompetenz angeht? Haben wir leider nicht, nee. Also habe ich jetzt auch gedacht, müsste man wirklich mal schauen. Das Problem für uns als Externe ist ja immer, wir kommen nicht in die Intranets. Also wir haben ja keinen Zugang. Das ist immer das Problem bei solchen Studien, auch zu interner Kommunikation, dass der Zugang eigentlich nicht da ist und dass sehr, sehr wenige Unternehmen sich auch da reinschauen lassen. Also das ist auch so die Erfahrung, die ich jetzt mal so sammle in Projekten, dass das Intranet, also es ist sozusagen, die Website kann ich mir anschauen, aber da, wo wirklich die Musik spielt, wo es wirklich relevant ist, da kommen wir nicht ran. Aber keine Ahnung, vielleicht gibt es ja sozusagen aus dem Publikum hier einfach auch, ne, Leute, die... Ich komme, also... Ja, das ist halt diese Ebene, die uns als erstes einfällt, die Social Media Guidelines, Handbücher, ne? Und ich glaube, wir haben alle so ein unterbewusstes Gespür dafür, dass es damit nicht getan ist, ne? Und dass das, was wirklich, wo es wirklich darum geht, an anderer Stelle stattfindet, ne? Das haben wir auch gesehen in der Befragung, ne? Wo sehen die Leute die Herausforderung, wo sind sie die Gefahren, das ist eben außerhalb der offiziellen Kanäle. Also was da passiert, das kann ich natürlich, ne, da habe ich eine Hand drauf, da kann ich zensurmäßig eingreifen. Aber die Frage ist wirklich, ne, wie komme ich eigentlich davor, also da, was davor eigentlich passiert, wie komme ich daran? Ich gebe es nochmal hier rüber. Hallo. Hallo. Ich arbeite in einem Gesundheitsunternehmen und bei uns war halt im Rahmen der Corona-Pandemie und der Impfaktion und so weiter halt auch so ein bisschen Skepsis innerhalb des Unternehmens, obwohl es ein Gesundheitsunternehmen ist. Und wir haben eine Informationsrunde, eine digitale, aufgesetzt mit unseren internen Experten und haben uns im Vorfeld Fragen zukommen lassen, was die Leute interessiert, wovor sie Angst haben, auch kritische Fragen natürlich hier zugelassen. Ja. Und mit Live-Chat und so weiter. Und das kam sehr gut an. Das haben wir durch die ganze Pandemie über gemacht und haben eine sehr gute Reaktion darauf bekommen und eine sehr hohe Impfquote. Cool, ja. Ich glaube auch, dass auch mit dem Stichwort Medienkompetenz, dass man genau solche Formate braucht, ne? Also wirklich genau solche Formate, so nach dem Motto, wir holen euch hier mal ab, ne? Wir nehmen eure Sorgen ernst, wir nehmen auch ernst, in welchen medialen Welten ihr euch bewegt und mit welchen Informationen ihr sozusagen konfrontiert seid. Und wir ordnen das für euch ein, ne? Also wirklich das Thema Orientierung, gar nicht jetzt nur in Bezug auf ein konkretes Thema, wie, ne, lasst euch impfen oder, ne, welche Sorgen und Ängste sind damit verbunden, sondern auch mit anderen Themen, ne? Es gibt so viele Themen gerade da draußen, wo, glaube ich, ne, den Menschen generell Orientierung fehlt und da einfach auch so eine, genau solche Workshop-Formate, Informationsaustausch-Formate, ne, wo man die Leute einfach auch, wo man den Raum gibt, aber auch eben eine Einordnung gibt, so, ja. Noch weitere Fragen? Okay. Gut, dann ihr habt ja auch noch Zeit im Anschluss hier, ja. Ist auch bald Mittagspause, gerne auf die Kolleginnen zuzugehen und auch nochmal mit ihnen sich auszutauschen. Dankeschön. Wir haben auch einige Erfahrungen, gerne auch auf uns zukommen zum Thema Etiketten und Social Media Guidelines intern. Also vielen Dank für den tollen Vortrag. Dankeschön. Applaus. Tschüss.